Ich befinde mich auf dem Weg zu einer kleinen Insel, die erst vor kurzem entdeckt wurde. Kubu Island. Auf der Insel gibt es Spuren einer alten Zivilisation und unzählige wertvolle Schätze sollen dort zu finden sein. Mein erklärtes Ziel ist es, Kubu Island gründlich zu erkunden und diese herrlichen Schätze aufzuspüren. Bald werde ich vor der Insel anlegen. Ich kann es kaum erwarten zu erfahren, was alles dort verborgen liegt, um von mir entdeckt zu werden. Ja, Freunde, ganz herzlich willkommen zu Pokémon Quest. Ich bin mega gehypt. Das Spiel wurde vor 2 Stunden angekündigt und jetzt gibt es einfach schon im eShop für die Nintendo Switch Pokémon Quest. Jawoll, ja! Das Spiel an sich ist Free-to-Play, allerdings gibt es 3 verschiedene herunterladbare Sets. Die nennen sich das Erkunderpaket, das, ich glaube, Super-Erkunderpaket und Hyper-Erkunderpaket. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe mir das teuerste gleich mal gekauft, weil ich einfach... Ah! Oh mein Gott, ich bin so hyped, deswegen... Ich habe mich auch noch zu null informiert, worum es eigentlich geht. Ich habe den Trailer gesehen auf Twitch, auf Twitter... Und hab mich jetzt einfach mal ins Spiel reingestürzt. Da ist unsere Drohne abgestürzt oder was? Piep, 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 tut, tut, klick. Ich habe die Pokebee IV, eine von der Silph Co. hergestellte Drohne zum Schatzsuchen mitgenommen. Aber sie scheint eine kleine Störung zu haben. Pokebee, was ist los? Tut, tut, piep. Es hilft nichts, ich muss sie wohl neu starten. Ja, klingt nicht so gut, würde ich sagen. Es wirkt auch auf mich so, als ob das Ganze ziemlich auf den Touchscreen der Switch ausgelegt wird. Dann kann ich leider nicht capturen. Deswegen weiß ich nicht genau, wie das spielerisch aussehen wird. Die Einstellungen wurden zurückgesetzt. Bitte den Namen des Besitzers eingeben. Er darf maximal 12 Zeichen lang sein. Selbstverständlich werden wir uns Daro nennen. Alles andere wäre ja auch Schwachsinn. Mein Name ist Daro, absolut richtig. Guten Morgen, Daro. Aktuelle Nachrichten werden empfangen. Nicht nötig, Pokebee. Die Erkundung dieser Insel ist momentan wichtiger. Kundschaftest du bitte die Umgebung aus? Auftrag angenommen. Kubu Island wird ausgekundschaftet. Es liegen keine Daten zu dieser Insel vor. Wir sind auf externe Hilfe angewiesen. Und der Pokebee hebt ab. Und oh mein Gott, die Pokémon sehen ja so goldig aus. Es scheint, dass sich ganz in der Nähe Pokémon befinden, die auf dieser Insel heimisch sind. Sie sollten sich hier auskennen. Wir sollten uns mit ihnen anfreunden. Vielleicht helfen sie uns dann, uns hier zurechtzufinden. Ah, verstehe, das klingt gut. Machen wir es so. Wähle das Pokémon, mit dem du dich anfreunden willst, indem du es berührst. Wir haben Glumanda, Bisasam, Shiggy, Pikachu und Evoli. Und apropos Pikachu und Evoli, heute wurden ja auch Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli angekündigt, worauf ich mega gehypt bin. Und deswegen würde ich auch behaupten, komm, Evoli. Fällt deine Wahl auf das ausbalancierte Evoli, das seine Gegner trickreich an der Nase herumführt? Ich würde sagen, ja. Ja, tut es. Du hast dich mit Evoli angefreundet. Mit Klotz Evoli. Vorbereitungen abgeschlossen. Daro, beginnen wir mit dem Auskundschaften. Das heißt, Evoli scheint jetzt unser Starter-Pokémon zu sein. Sehr cool. Los geht's! Was heißt los geht's? Pokémon laufen von selbst auf Gegner zu und greifen sie an. Okay. Das heißt, Pokémon gesichtet. Es rennt jetzt automatisch auf Radfratz zu. Was kann ich denn jetzt... Was bleibt denn für mich zu tun? Angriffswelle überstanden. Und dann wir Taubsi. Pokémon beherrschen Attacken. Berühre das Symbol einer Attacke, um sie einzusetzen. Okay. Dann. Okay, und die Attacken haben Cooldowns. Icy und. Upsa, der Bodycheck. Okay, cool. Angriffswelle überstanden. 4 Stück gibt's. Ich kann anscheinend auch. Hier Drehschflegel trifft 2 Ziele gleichzeitig. Setze ich mal zuerst ein. Ich weiß jetzt auch noch nicht ganz, in welchem Format ich Pokémon Quest spielen werde. Ob ich das jetzt einfach so als angezockt stehen lasse. Ich werde die erste Folge generell vermutlich etwas länger aufnehmen. Ja, das ist ein Radfratz. Das ist mir ein sehr starkes Pokémon. Es ist Überratzfratz.
ich werde die erste Folge generell länger machen. Und je nachdem, wie das Spiel bis dahin aussieht, wenn es halt nur die ganze Zeit dieses Evoli rennt von alleine rum und wir müssen gucken, wir müssen einfach dabei zugucken, ist, dann wird es vermutlich keinen Sinn machen, da irgendwie ein Let's Play draus zu machen. Allerdings, wenn sich das Spiel dann doch als Let's Play eignet, werde ich selbstverständlich da dann eine Reihe draus machen. Da, ja, muss ich abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. P-Steine sind wichtige Items, die Pokémon stärker machen. Je weiter du bei den Stufen kommst, desto stärker werden auch die P-Steine, die du dort finden kannst. Okay, das, heißt? Ich würde sagen, das ist vorerst genug. Lass uns die Erkundung fürs Erste beenden. Ich brauche einen Ort, an dem ich meine Basis errichten kann. Oh ja, Basis errichten. Basis errichten kann ich. Lass mich ganz kurz richtig hinsetzen. Oh, da haben wir eine passende Lichtung. Lass uns hier unsere Basis aufbauen. Ach übrigens, wir haben ja vorher diesen seltsamen Stein gefunden, ob er wohl irgendeinem Zweck dient. Als Daro den Stein hervorholt, beginnt der Körper des Pokémon zu leuchten. Gib den bei der Erkundung gefundenen P-Stein deinen neuen Pokémon-Freund. Also Evoli. P-Amulette sind mysteriöse Anhänger, die von den Pokémon auf Kubo Island getragen werden. Wenn du einen P-Stein in die Fassung des P-Amuletts einsetzt, kannst du dadurch den KP oder Angriffswert des Pokémon erhöhen. Okay, das ist cool. Den muss ich da einsetzen. Ja, also man merkt schon, dass es ziemlich auf Touch ausgelegt ist und als Mobile-Spiel halt. Aber wie gesagt, dann kann ich nicht capturen. Deswegen muss ich das jetzt mit dem den Joy-Cons steuern. Über die Ewigstein-Schaltfläche kannst du einem Pokémon einen Ewigstein geben, der dessen Entwicklung will ich aber eigentlich gar nicht. Wo ist die Ewigstein-Schaltfläche? Was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, was können wir hier machen? Es scheint, das Pokémon ist stärker geworden. Legen wir doch gleich mit einer Erkundung. Ich will aber Basis. Inselerkunden. Deko-Objekte. Huch, gehst du bitte da drauf? Okay, keine Deko-Objekte. Wir müssen wohl eine Inselerkundung machen. Gut, dann machen wir eine Inselerkundung. Berühre ein Gebiet, um es zu erkunden. Das Ziel des Spiels ist es, die Insel immer weiter zu erkunden und die hier schlummernden Schätze zu finden. Ja, es wirkt für mich tatsächlich recht auf Mobile Game ausgelegt. Ich meine, es macht einerseits Sinn. Pokémon gesichtet. Nintendo fährt ja eh im Moment so die Mobile-Schiene. Ich meine, wir haben Animal Crossing Pocket Camp, wir haben Pokémon Go, wir haben Mario Run, wir haben bald ein Mario Kart fürs Handy. Da scheint Nintendo einen zweiten Markt für sich entdeckt zu haben. Auch voll weggebodychecked. Und das Spiel wirkt so auf mich, als wäre es auch so darauf ausgelegt, vielleicht früher oder später auch auf dem Handy zu erscheinen. Das ist ja, wie gesagt, kostenlos. Man kann sich halt so Sachen dazu kaufen und so. Huch, habe ich gerade eben voll daneben gedreht. Egal. Komm, geh aus dem... wie Evoli sich da so durch die Gegend dreht. Komm. Nochmal hier alles umgedreht. Und du bist mit einem normalen Angriff besiegt. Mehr Pokémon gesichtet. Das ist die dritte Welle. Ihr seht, rechts oben im Eck haben wir auch eine Anzeige, wie viele Wellen es gibt. Und wie gesagt, ich hab so im Urin, dass dieses Spiel früher oder später auch fürs Handy kommen wird. Und was haben wir hier? Wieder ein starkes Pokémon. Ein starkes Pokémon wurde gesichtet. Ein Mauzi. Also inwiefern Mauzi halt stark sein kann, aber ja. Ich schätze mal, es wird nicht nur bei Mauzis und Radfratz als starke Pokémon bleiben. Da wird bestimmt noch was kommen. Aber auch hier mag ich irgendwie den Artstyle total. Ich finde, es hat was sehr Süßes an sich. Was haben wir hier freigeschaltet? Einen zweiten Slot quasi, oder wie, Moment. Guckt mal, wir haben hier die Herzen. Und wir haben hier, das soll eine Faust darstellen. Wir haben ja gesagt gekriegt, wir können entweder den Angriff oder unsere KP erhöhen. Und wahrscheinlich je nachdem, wo wir den P-Stein einsetzen. Wir haben jetzt, hier haben wir, das erste, was wir freigeschaltet haben, war ein Angriffslot. Jetzt haben wir einen KP-Slot freigeschaltet. Und jetzt könnten wir, wenn wir einen P-Stein hätten, den in den KP-Slot einsetzen. Passivsteine, okay, jetzt habe ich gerade,
Nicht aufgepasst. Wir haben eine... Das ist der Pokebi. Wir haben einige Zutaten gefunden. Sie eignen sich bestimmt gut zum Kochen. Ja, Essen. Yay, ich mag Essen. Die Gerichte, die wir daraus zubereiten, können viele verschiedene Pokémon anlocken. Gut, das heißt, wir machen einen Abgang zur Basis. Und schauen mal, was wir jetzt so kochen können. Zum Kochen ist alles bereit. Benutze die Zutaten, die du auf Kubo Island findest, um Gerichte für Pokémänner zuzubereiten. In diesem riesigen kubischen Kochtopf. Wenn du kochst, werden Pokémon, die das Gericht besonders gerne mögen, zu deiner Basis gelockt. Und so kriegen wir neue Pokémon, oder was? Berühre eine Zutat und ziehe den Kochtopf! Meine Güte, ist das Wort so schwer! Wenn der Kochtopf voll ist, kann es losgehen. So, was packen wir da rein? Was haben wir denn hier? Eine Großwurzel, eine wertvolle... Hallo. Okay, ich muss wohl zuerst den Pilz hier reintun. Ah! Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, hier mit dem Joystick zu navigieren. Ich schätze mal, dass es mit dem Touchscreen wesentlich leichter wäre, aber ich will hier ja nicht die ganze Zeit nur rumnörgeln. Die Zutaten werden beim Kochen verbraucht, ja, das ist, habe ich mir ja fast so weit gedacht. Ein Gericht fertigzustellen dauert einige Erkundungen lang. Wenn du PS-Gutscheine nutzt, kannst du Gerichte auch sofort fertig kochen. Ah, da ist wieder der, wie gesagt, es... Ach, muss ich jetzt... Hier sind ein paar PS-Gutscheine, ja, von mir aus. Ja, nutze sie. Da kommt jetzt wieder der, Rein-Pay-Aspekt dazu. Beliebige Zutaten, Leibspeise wieder Pokémon von Kubo Island. Die Kubo-Suppe. Und das ist auch so der Grund, warum ich mir dachte, dass es wahrscheinlich nicht so gut zum Let's Playen ist. Weil eben... es doch diesen Mobile-Charakter hat, von wegen hier warte jetzt. Gut, es ist keine Zeit warten, sondern Erkundungen warten, aber trotzdem dieses Warte, bis irgendwas fertiggestellt ist und so. Wir haben uns mit Radfratz angefreundet. Ja, das ist sehr schön. Glückwunsch, du hast dich mit einem neuen Pokémon angefreundet. Versuche noch mehr Pokémon-Freunde zu finden. Zum Beispiel dieses Taubsi hier. Mit Taubsi angefreundet. Yay! Und da habt ihr gerade... Füge deinen neuen Pokémon-Freunden deinem Erkundungsteam hinzu. Da habt ihr gerade eben gesehen, rechts stand 3 von 20. Das heißt, wir können wahrscheinlich 20 Pokémon zur Verfügung haben. So, dann fügen wir mal Taubsi hinzu und Radfratz auch. Radfratz, freu dich nicht zu früh. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst nicht so lange im Team bleiben. Der Kochtopf ist leer. Setz noch ein neues Gericht auf. Ja, das halte ich für eine sehr gute Idee. Weil da... Hallo, ich würde gerne... Nicht zufällig. Ich will jetzt... Okay, dann eben zufällig. Ja, du kannst die Zutaten zufällig... Ach so, ja, natürlich muss ich erst kochen. Ja, natürlich. Wird verbraucht. Bla, bla, blub. Darf ich jetzt weiter auf Erkundung? Gerichte werden fertiggestellt, wenn du wiederholt auf Erkundung gehst. Vergiss nicht, immer ein Gericht aufzusetzen. Ja. Absolut. Dann gehen wir auf eine neue Erkundung. Dieses Mal zu dritt. Mit 3 Pokémon. Die Teamstärke ergibt sich aus der Summe der KP und Angriffswerte deiner Pokémon. Für jede Stufe wird die jeweilige Gegnerstärke angezeigt. Deine Teamstärke sollte sich daran orientieren. Pokémon, die über den Bonustyp der Stufe verfügen, erhalten einen Bonus zu ihren KP und Angriffswerten. Sehr cool. Und das heißt, wir können hier Anfangswiese, Bonustyp Kampf, okay. Und es gibt 3 Ebenen und dann den Boss. Dann bewegen wir uns mal auf die zweite Ebene. Und währenddessen können wir ja schon mal über Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli sprechen. Oh, das wird... Ich sehe gerade, das wird anstrengend tatsächlich mit dem Angreifen. Ich gehe hier mal auf automatisch machen. Oh Gott, ist das laut. Und stelle währenddessen mal den Sound ein bisschen runter für euch, glaube ich. Ich kann leider gerade sehr schlecht beurteilen, wie laut es bei euch ist. Aber wir können ja mal über Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu sprechen. Denn die Spiele sahen ja so großartig aus. Es werden keine Hauptspiele sein, das hat Nintendo ja angekündigt. Das wird, wie ja die Leaks schon gesagt haben, ja, eine Art Remake sein zur Pokémon Gelben Edition. Nur eben mit neuem Kampfsystem und einem lokalen Multiplayer. Das hat mich ja mega gehypt. Das sah ja mega cool aus, dass man mit Freunden zusammen durch die Welt laufen kann, eben auch lokal und auch zusammen Pokémon fangen kann. Und dann, es sah so aus, als ob man irgendwie Fangboni kriegen würde, wenn man im Multiplayer, wenn
Okay, das Kokuna ist ein starke Pokémon. Dass man Fangboni kriegt, wenn man zu zweit ein Pokémon fängt und so. Und das. Oh. Ich bin richtig hype. Und dazu wurde ja noch gesagt, also es wurde ja jetzt Pokémon Quest angekündigt. Let's go Pikachu und Let's go Evoli. Die kommen im November raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es wurde angekündigt, dass in der zweiten Hälfte von 2019 ein Pokémon-Hauptteil mit der nächsten Generation rauskommt. Wo ich sag, lieber so, als wenn jetzt wieder auf Teufel komm raus bis Ende 2018 ein neuer Hauptteil kommt und der dann wieder so überstürzt ist, wie mir kamen Sonne und Mond so unfertig vor. Weil die halt sehr überstürzt rausgebracht wurden. Und das fand ich so schade. Und dann lieber jetzt hier, Let's go Pikachu, Let's go Evoli. Und dann ein fertiges Spiel rausbringen für die Switch. Es gibt die Möglichkeit, auf den Pokémon-Supermarkt zuzugreifen. Dort kannst du nützliche Dinge bestellen, die dir bei der Erkundung weiterhelfen. Kann ich auch... Ach, das ist der Supermarkt. Ja, PS-Gutscheine. PS-Gutscheine kannst du in regelmäßigen Abständen durch einen Mitgliedsbonus erhalten. 50 Stück können wir uns abholen. Sehr schön. Es hat einfach so viel Mobile-Charakter. Nur eine bessere Auflösung. Jetzt weißt du alles Grundlegende zu Erkundungen. Mach dich auf Kubo Island immer weiter zu erforschen und finde alle Schätze, die hier schlummern. Ich gehe mal ganz kurz in den Supermarkt und schau, was wir hier kriegen. Eine Bestellung wurde geliefert. Ein Hyperball-Modell. Ah, Pikachu-Bogen. Ah, das ist wahrscheinlich durch das Erkunder-Set, das ich dazu gekauft habe. 17 Euro hat mich der Spaß gekostet. Fundmenge aller Zutaten mal 2. Das bringt der Gengar-Ballon wahrscheinlich, wenn wir in der Basis aufgestellt haben. Die Relaxo-Bank. 100 Dings-Gedönse. Spezielle Pakete mit Deko-Inhalten, die nur als kostenpflichtige zusätzliche Inhalte im Nintendo-Shop verfügbar sind. Erkundungspaket Dreier-Set. Erkundungspaket Hyper... Das ist doch das... Das habe ich doch schon. Ah ja, den Quatsch hier habe ich ja auch gekriegt. Den habe ich ja. Genau. Jetzt schaue ich mir mal ganz kurz an, ob wir das dann in der Basis aufstellen können. Das ganze nice Zeug, das wir gekriegt haben. Beziehungsweise wie ich das mache. Deko-Objekte vermutlich. Du kannst ich kann kein Deutsch mehr, meine Güte! Du kannst Deko-Objekte, die du erhalten hast, in deiner Basis aufstellen. Stelle ein Deko-Objekt auf, in den du einen Platz berührst, der zur Größe des Objekts passt. Der Effekt eines Deko-Objekts wird sofort aktiviert. Seine Platzierung ist in der Basis spielt keine Rolle. Ich dachte schon, wir hätten hier nur die Plätze frei, aber die scheinen für Kochtöpfe zu sein. Oh, hallo, Relaxo. Was machst du denn da oben? Würde sagen... Ja, kann ich? Doch, ich würde die ganz gern... wie mache ich das jetzt? Da kann ich... Was ist das? Ah, das ist da. So kann ich es drehen. Kann ich den aber lieber... Den würde ich lieber... Moment. Das ist gerade aber etwas ungünstig gemacht. Kann ich nicht... Ich würde gerne die Bank irgendwo aufstellen. Aber ich kann irgendwie die Kamera nicht richtig bewegen. So. Und so kann ich den Spaß verankern. Oder nicht? Moment. Ich wollte doch aber... Ich bin gerade etwas überfordert. So. Und wie fixiere ich das jetzt? So. Es ist jetzt quasi fixiert. Und wie bewege ich die Kamera? Hallo, Kamera? Hallo? Ah, okay. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Den Pikachu-Bogen würde ich auch gern irgendwo aufstellen. Den kann ich aber nur da oben aufstellen, wie es aussieht. Dann stellen wir den doch mal ab. Gengar-Ballon. Gengar-Ballon kann ich überall. Der macht sich hier vielleicht ganz gut. Genau, sodass er in die Mitte guckt. Nein, das war der falsche Knopf. Whoops. Okay, wundervoll.
wundervoll. Was sind denn hier, guck mal, Achievements gibt's auch, natürlich, darf nicht fehlen im Spiel. Und wir bekommen Items als Belohnung, darunter auch Gutscheine. Basisverschönerung haben wir abgeschlossen, kriegen wir 5 Gutscheine. Sehr schön. Erkundungsbeginn fehlt uns noch eins. Alles klar. Doch, ich glaube, das werde ich auf jeden Fall ein paar Folgen machen. Ich denke, eine Folge reicht hier definitiv nicht, um das Spiel zu zeigen. Je nachdem... Oh, was ist denn das hier? Energie, oder was? Nein, möchte ich nicht. Was ist das denn für ein Schmarrn? Aber Moment, ich habe gerade was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben ja jetzt 2 Kochtöpfe, das heißt, ich kann ja nochmal kochen. Packen wir, komm, wirf zufällig was rein. Ah, es reicht nicht. Hallo, ich möchte kochen abbrechen, ja. Und zur Inselerkundung. Eine Erkundung können wir noch starten. Oder komm, komm, wir machen heute einfach mal. Ich bin mal so. Wird die Folge halt ultra lang. Aber machen wir bis zum ersten Boss, okay? Machen wir erstmal easy bis zum ersten Boss. Ich hab automatisch weiter an. Ich denke, das Spiel wird schon wissen, was es tut. Klar ist es immer ein bisschen angenehmer, wenn man dann auch selbst was machen kann. Aber das ist gerade mit den Joysticks echt schwer. Taubsi fegt da hinten gerade ganz schön weg. Das gefällt mir. Ich hoffe, wir können auch Evoli recht schnell entwickeln. Die Frage ist, zu was? Es gibt ja so viele tolle Evoli-Entwicklungen. Ich glaube, meine Lieblingsentwicklung ist Psyana und danach kommt Flamara. Obwohl ich Aquana auch echt lieben gelernt habe. Ich hoffe auch echt, mehr Pokémon gesichtet, dass es von der Soundqualität einigermaßen passt, so. Beziehungsweise, was heißt von der Soundqualität, aber von der Lautstärkeregelung, weil das Spiel kommt mir doch recht laut vor. Lauter als der Rest, deswegen habe ich es runtergedreht, aber es kann sein, dass es mir auch nur so vorkommt und das Spiel jetzt voll leise ist. Dann tut es mir natürlich schrecklich leid. Ich werde es bis zur nächsten Folge garantiert behoben haben. Los, kämpft euch da durch. Kämpft euch da durch. Mehr Pokémänner gesichtet. Ich frage mich ja auch, wir haben ja gesehen, dass wir am Ende von jeder Erkundung Level kriegen. Oh, ein Vulpix. Ein Vulpix. Dass wir am Ende von jedem... Alter, das macht Schaden. Von jeder Erkundung Level-Ups kriegen. Ob die Level, bei denen sich die Pokémon entwickeln, gleich bleiben. Das heißt, ob das die Standard-Level sind. Angriffswelle überstanden. Evoli hat ganz schön was abbekommen. Oder ob das ans Spiel ein bisschen angepasst ist. Beziehungsweise, ob sich das Spiel daran angepasst hat. An die Level. Wir scheinen ja zum Glück relativ... Oh nein, Evoli! Evoli, no! Nein! It deaded it! Rip Evoli! Ich meine, habe ich nur gemacht, um rauszufinden, was passiert, wenn ein Pokémon besiegt wird. Oh! Ein Tauboga! Was liegt denn da? Da lag ein Pokéball. Achso, natürlich, das ist vermutlich Evoli. Ich mach mal automatisch aus. Oh, aber Evoli respawnt, guck mal. Da ist Evoli wieder. Bodycheck mal. Sehr cool. Okay, Evoli kann also, beziehungsweise ein besiegtes Pokémon kann also respawnen. Evoli hat schon wieder richtig viel Schaden kassiert. Sehr gut. Und vermutlich ist erst, wenn alle 3 Pokémon besiegt sind, dann die Erkundung fehlgeschlagen. Ah, das macht Schaden. Das Tauboga. Es teilt ganz schön aus, aber es ist besiegt. Sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt den Boss anschauen. Beziehungsweise, wir haben da gerade eben noch irgendwas Neues gekriegt, wie es aussieht. Erstmal Level-Ups. Gimme them Levels! Ein Härtestein. Volltrefferquote plus 5,3%. Nahkämpfer und Fernkämpfer. Es gibt 2 verschiedene Kampfstile. Ja, das haben wir ja gesehen. Taubsi ist ja ein Fernkämpfer. Das ist ja bis alles gut gelaufen. Bis jetzt. Je weiter man ins Innere der Insel vordringt, desto stärker werden die wilden Pokémon. Wir sollten uns bei unseren Erkundungen weiter P-Steine sammeln und uns mit mehr Pokémon anfreunden. Wohl wahr, wir haben einen neuen Erfolg. Da sammle ich mal ganz schnell Erkundungsbeginn unsere Punkte ein. Sehr schön.
Wir haben tatsächlich noch einen Erfolg. Die Frage ist, machen wir uns jetzt direkt an den Boss? Ja, komm. Komm. Wir haben nichts zu verlieren. Vielleicht verlieren wir den Kampf, aber dann... ich stell mal wieder auf automatisch, bis es denn soweit ist. Taubsi, blockier mich nicht. Taubsi einfach konsequent gerade den Weg geblockt hat. Taubsi block. Was der Boss dann wohl ist, ob das ein Tauboss ist? Das wäre heftig. Es gibt wieder drei Wellen bis zum Boss. Pokémon gesichtet ein. Okay, das ist nur ein Habitak. Das scheint ja harmlos zu sein. Auch wenn es ein bisschen was aushält. Oh. Das Pokémon... Oh. Oh, das ist jetzt natürlich tatsächlich etwas uncool. Okay, aber der Drehschlegel von Evoli regelt da schon. Oh, aber das Spiel ist echt cool bis jetzt. Und es ist halt kostenlos. Das finde ich halt so geil. Das finde ich halt cool. Ihr könnt jetzt einfach... Es ist auch nicht sonderlich groß. Ihr könnt einfach jetzt in den E-Shop gehen und es euch selbst downloaden. Oder ihr verfolgt natürlich mein Let's Play dazu. War das mehr Pokémon-Gesicht? Das war nicht die letzte Welle vor dem Boss. Und beim Boss werde ich auch die Automatik dann wieder ausmachen. Einfach weil ich dem Ganzen noch nicht so ganz vertraue. Mehr Pokémoner gesichtet. Aber es sind ja nur ein paar Radfratz. Komm, machen wir die Automatik mal aus. Was ist das da eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Dreh dich, Evoli. Dreh dich. Ich habe Angriffswelle überstanden. Okay, jetzt kommt der Boss. Ein Radikal. Ein Rattifried. Epische Musik. Oh, das könnte tatsächlich sehr schief gehen. Das könnte tatsächlich sehr schief gehen, wenn ich sehe, wie lang die Respawn-Zeit ist. Taubsi? Möchtest du bitte da kite? Kite um dein Leben. Hol so viel Zeit raus wie möglich. Radfratz lebt gleich wieder. Radfratz ist wieder da. Sehr cool. Und Evoli auch bald. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir haben das doch einigermaßen gut überstanden. Ja, Bodycheck ist auch... Also Bodycheck ist auf ein einzelnes Ziel stärker, wie es aussieht. Und Drehschflegel auf mehrere. Obwohl Drehschflegel ja auch ein bisschen so zur Repositionierung dient, wie es aussieht. Und der Boss ist besiegt. Ja, wir haben den ersten Boss besiegt, Freunde. Und wir haben die Stufe abgeschlossen. Wenn das kein Level gibt. Level 6 für jeden. Härtesteine. Sehr schön. Du hast die Statue des Gedeihens gefunden. Ab jetzt erhalten alle Pokémon bis Level 5 mehr Erfahrungspunkte. Okay, das heißt, wenn wir neue Pokémon ins Team kriegen, die halt Low-Level sind, ist es halt mega angenehm, weil die halt schneller leveln. Wir konnten das Pokémon vertreiben, das hier anscheinend das Sagen hatte. Es hat etwas hinterlassen, das aussieht wie eine Pokémon-Statue. Was das bloß ist? Das ist das Monument dieser Insel, die Statue des Gedeihens. Die Statue wurde in der Form von Radfratz gemeißelt. Sie drückt wohl den Wunsch aus, genau wie Radfratz zu gedeihen, da diese reich an Nachkommen sind. Wie die Karnickel. Erkundung dieser Umgebung scheint abgeschlossen zu sein. Suche nach neuen Gebieten wird gestartet. Währenddessen werden Informationen zur Statue abgerufen. Nachforschungen zur Statue erfolgreich. Es scheint, dass sie einem Ort geweiht wurde, der legendenreich genannt wird. Okay, sehr cool. Können wir da theoretisch wieder rein? Um eben zu leveln? Oder ist das Gebiet jetzt endgültig abgeschlossen? Suche abgeschlossen, Route zu neuen Gebieten entdeckt. Okay, ich kann da doch noch rein. Dann begeben wir uns aber nochmal in die Basis.
etwa alle 22 Stunden besuchen dich Pokémon deiner Basis, die sich mit dir anfreunden wollen. Auch seltene Pokémon, die du auf Erkundung getroffen hast, schauen ab und zu vorbei. Sehr cool, du hast deine Hauptaufgabe abgeschlossen. Möchtest du deine Erfolge einsehen? Komm, Achievement Hunter. Daro ist ein Schnellfeuerstein. Gib her, was auch immer das ist. Ein Attackenstein ist ein besonderes Item, mit dem du Attacken optimieren kannst. In eine Fassung, die an eine Attacke gebunden ist, kannst du einen Attackenstein in einer der Farben einsetzen, die in der Fassung angezeigt werden. Okay, wir können also nicht jeden Attackenstein überall einsetzen. Gut. Dann will ich noch ganz kurz schauen, ob ich Taubsi ein bisschen leveln kann. Ja, wir können ihm hier dich geben. 56 Angriff dazu und so. Guck mal hier. Fett HP. Vielleicht hätte ich das vor dem Bosskampf machen sollen. Ich Genie. Gut, Radfratz interessiert mich jetzt ein bisschen weniger und ich schätze, dass ich auch beim nächsten Pokémon, das in mein Team kommt, ersetzen werde. Aber bei Evoli können wir nochmal schauen, was wir da. Guck mal hier auch nochmal. Fett 77 KP dazu. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr das nächste Gebiet nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Dann kriegt ihr auf jeden Fall die nächste Folge mit. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Das ist mein Outro. Das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, dass ich es jetzt trotzdem sage. Däumchen nach oben würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns. Huch, Kamera, scroll nicht nach unten. Dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.